Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Ausgabe am Sonntagnachmittag. Let's Play des 17. Nordfriesische Marsch Vierfach-Map in der Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind mitten in der Ernte. Wir haben schon ein paar Felder abgeerntet. Sind immer noch mit 4 Dreschern und 6 Abfahrern dabei. Und parallel haben wir noch ein neues Feld gekauft, was gerade gedüngt wird. Feld 32 unten beim Rinderhof. Das werden wir dann auch gleich noch ernten. Und hier bringe ich gerade ein bisschen Gerste mal zur Brauerei per Cosplay, damit einfach die Brauerei gut versorgt ist und im Hofsilo ein bisschen Platz ist. Ja, und so arbeiten wir uns Stück für Stück weiter. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, ist das jetzt die Folge 299. Das heißt, morgen am Montag die 300. Folge. Und ja, erstmal vielen Dank für eure Treue, für euer Zuschauen, für eure Kommentare, für eure Likes, für eure Abos. Hätte ich nie erwartet. Unfassbar. Unfassbar. Ja, wir schauen mal, was hier so in den nächsten 15 Minuten passiert. Lass uns mal überraschen von irgendwelchen Cosplay-Katastrophen oder sonst irgendwas. Da kommt ein Abfahrer, der Raps zum Speiseöl gebracht hat. Wir sind ja dabei, wir machen Speiseöl, wir machen... oh, Speiseölproduktion ist voll. Das heißt, da kann ich mal was abholen und zum Mario bringen. Auch nicht schlecht. Ja, machen wir vielleicht auch gleich noch. Mal gucken. Wir haben oben am Lager haben wir noch einen Transporter stehen. Den könnten wir dafür nehmen. Das würde passen. Und ich will noch mal eben gucken, ob das hier mit dem Abladen funktioniert. Da steige ich mal aus. Guck auch mal gleich, wie hier die Produktion aussieht. Wieso wird hier nichts mehr produziert? Was ist nicht mehr da? Weizen müsste hier mehr als genug sein. Es ist alles da. Paletten sind da, Hopfen ist da, Weizen ist da, Wasser ist da. Bierpalette, Fass ist voll. Irgendwie läuft der Spawner nicht. Hier, dieser Palettenleiter läuft nicht. Dann lass mal hier hin. Wieso läuft der nicht? Was ist hier? Was stimmt nicht? Okay, da läuft's. Irgendwas scheint da im Weg zu sein. Okay, dann müssen wir hier gleich mal freiräumen. Weil Bier muss produziert werden, auf jeden Fall. Erste ist voll. Weizen nicht, aber es reicht. Ja, und hier läuft die Produktion. Sehr schön. Einmal gucken, wo ist denn hier mein Fahrer? Der braucht nämlich dann nicht mehr nochmal weiterfahren. Okay. Super. Noch einmal leer machen. Feld 9 ist fertig. Dann gehen wir rüber zu Feld 12. Also, den Abfahrer können wir mal wegschicken. Und wir nehmen mal hier die Kurse raus. Und gucken wir nach Feld 12. Was wir da denn haben. Feld 12, Dreschen. Wir beginnen am ersten Wegpunkt.
schon Feld 12 Hofsilo? Ja, haben wir. Das ist ja schön. Dann kann ich ja gleich da vorne aussteigen. Und kann ihm sagen, pass mal auf, du machst jetzt hier mal Feld 12. This is Raps here on the Feld 12. Sehr schön. Sehr schön. Ach komm, das dauert mir hier zu lange. Da bin ich ja zu gut schneller. So ein Kurs, der floppen wird. Aber mal gucken. Wir können dann immer noch einen neuen Kurs einfahren. Ja, der Kurs macht so eigentlich gar nicht viel Sinn. Da wird es hier wieder Kreisfahrten ohne Ende geben. Naja, fahren wir 9 ein. Der TGS. Achso, okay. Der ist sogar noch voll. Muss man dann eh erstmal leer machen. Wobei, habe ich nicht auch hier was zur Mühle? Silo Mühle. Ja, mache ich aber nur mit einem Anhänger. Ist mir sonst zu doof. Durchdrehende Reifen. 900er Vario hat durchdrehende Reifen. Ja, gucke ich mir gleich an. Erstmal stelle ich hier den Hänger weg. Zwar stelle ich den hier neben, dann habe ich ein bisschen, kann ich ein bisschen besser gucken, wenn ich den wieder ankuppel. Alles, was da ansteht, kümmere ich mich gleich. So. Gut, der versorgt jetzt hier meine... Feld 12 Hofsilo. Was machst du hier an der BGA? Sag nicht, du hast jetzt hier
irgendwo was reingekippt. Nein, ich werd weich. Wie scheiße bist du denn? Nein, ich war natürlich scheiße. Falschen Kurs ausgewählt, aber... Wie kann man so doof sein? Kriege ich denn das da wieder weg? Radlader wahrscheinlich, ja? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat er jetzt immer alles dahin gebracht von Feld 9? Boah, das darf nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. So, was ist eigentlich mit meinem Case? Er sagt gar nicht, dass er im Verkehr steckt fest. Feststeckt. Ja, mal gucken. So. Oha. Oha. Wie viel Dünger hat er denn noch? 68%. Ja, alles gut. So, Feld 32. Weltinseln haben wir da nicht. Also erstmal speichern. Feld 32. Dreschen. Was das dann macht, weiß ich auch nicht, ne? Warum er dann so rumspringt. Achso, Lexion steckt im Verkehr fest. Ja, klar. Klar steckst du im Verkehr fest. Weil er hier einfach mal nichts kann. Also, und schon steckt der Lexia noch nicht mehr im Verkehr fest. Jetzt muss ich nochmal irgendwie meinen Optum finden. Schön, hat ja geklappt.
Scheiße, jetzt ist der da vorne. So, das ist jetzt so ziemlich das Letzte, was wir heute noch machen, hier den Kurs einfahren. Und dann war's das auch. Feld 32 in der Silo. Sehr schön. Er ist fertig. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, hier am Sonntagnachmittag, dann hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo, bekommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage, da kriegt ihr auch immer Infos über Livestreams und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch für eure Treue. Wie gesagt, morgen müsste Ausgabe 300 sein und ja, dann sehen wir uns wieder. Bis dann, ciao!